Ki-Energie-Bonusteil zum Thema Glück. Heute geht es um das Thema Glück beim Arbeiten oder in der Arbeit zu finden. Was für ein cooles Thema. Warum dieses Thema? Viele von euch haben mich gefragt zum Thema Energie und zu den Ki-Energie-Videos, zum Thema Glück ist eine Entscheidung und sagen dann, okay, Glück ist eine Entscheidung, aber was tue ich denn jetzt konkret in der Arbeit? Und hier habe ich 5 Tipps für dich, was du in der Arbeit tun kannst, um dein Glück in der Arbeit zu maximieren. Okay, erster Tipp. Arbeit ist gleich Business, ist gleich Professionalität. Deswegen der Tipp ist ein Modetipp. Kleide dich immer modisch und sorg dafür, dass du professionell gekleidet bist. Das heißt, mindestens ein Hemd, gute Businesskleidung, lieber overdress to impress als underdress. Trenne Freizeit von Arbeit, auch wenn du im Homeoffice sitzt, zieh dich vernünftig an, das gibt dir eine andere Energie und diese Energie strahlst du aus. Zweiter Tipp. Der zweite Tipp ist dein Arbeitsplatz. Sorg dafür, dass dein Schreibtisch so leer wie möglich ist. Je voller der Tisch ist, je mehr dich ablenkt, desto unwohler fühlst du dich. Deswegen ein sauber aufgeräumter Schreibtisch macht richtig gute Laune. Believe me. Ist viel besser. Alles klar, bereit für den dritten Tipp. Der dritte Tipp ist, was du hier auch in dem Video siehst, sei immer gut drauf. Du bist verantwortlich für deine eigene Laune. Du bist verantwortlich dafür, wie gut es dir geht, ob du gut drauf bist oder ob du schlecht drauf bist. Aber wenn du jetzt Meetings hast, wenn du jetzt mit Kollegen sprichst, mit Kunden oder mit Vorgesetzten, wenn du gut drauf bist, hast du immer bessere Arbeitsergebnisse. Und wenn du nicht gut drauf bist, habe ich für dich 2 Tipps. Eigentlich 3. Aber der erste hilft dir, um die 2 anderen hier zu aktivieren. Der erste Tipp, der wichtigste Tipp ist, hab immer ein Lächeln, bevor du Leute triffst. Lächle. Und wenn du mal nicht gut drauf bist und beim besten Willen nicht lächeln kannst, dann nimm dir einen Bleistift. Das sieht jetzt sehr, sehr lustig aus. Nimm dir einen Bleistift und beiß drauf. Das aktiviert deine Lachmuskeln und schon musst du automatisch lächeln. Wenn dir das zu komisch aussieht, dann noch ein anderer Tipp. Sag ganz laut, egal ob es da Menschen gibt in dem Raum oder nicht, sogar ganz cool, wenn es da Menschen gibt in dem Raum, sag ganz laut das Wort Whisky. Das Wort Whisky endet so, dass du automatisch deine Smiling-Muskeln hier aktiviert hast und schon bist du viel besser drauf. Whisky sagen, bevor du das Telefon abhebst, bevor du jemanden in der Videokonferenz triffst, bevor du jemanden in einem Meetingraum triffst, ist Magic. Okay. Der nächste Bereich, der vierte Bereich ist ein Tipp, der ist Nervosität vor Meetings, Nervosität vor Kunden. Wie kannst du die ablegen? Und dieser Tipp ist generell ein heißer Tipp, wenn es um das Thema Professionalität geht und ein echter Energy-Tipp. Denn es gibt dir massive positive Energie. Und das ist ganz einfach, sei immer gut vorbereitet. Je besser du vorbereitet bist, desto ruhiger wirkst du, desto professioneller wirkst du, desto besser ist dein Auftreten und tatsächlich desto besser ist das Ergebnis des Meetings. Und das Ergebnis des Meetings ist das, woran sich die Leute erinnern. Das ist, wie warst du am Meeting? Wie bist du reingekommen? Tipp lächeln, Whisky, Bleistift. Und wie warst du am Ende des Meetings? Wenn du es schaffst, währenddessen den Content gut rüberzubringen, bingo. Also achte darauf, dass du immer gut vorbereitet bist. 5. Tipp ist, achte auf die Zeit. Zeit ist ein Riesenfaktor im Business. Was heißt das? Erstens mal für dich selber, achte auf deine biologische Uhr. Manche Leute sind Frühaufsteher, die können frühmorgens Bäume ausreißen. Andere Leute sind Murmeltiere, die brauchen erst 1-2 Stunden, bevor die so richtig auf Touren kommen. Je nachdem, leg dir deine Meetings so, dass du in deiner besten Bioenergie bist. Wichtigstes Meeting, wo deine maximale Energie ist. Zweitwichtigstes Meeting, wo die zweite Energie ist und am besten gar keine Meetings, sondern mehr administrative Arbeit dann, wenn du weißt, du hast immer ein Low
Zum Beispiel nachmittags, wenn du keinen Matcha-Tee getrunken hast. Achte deswegen auf die Zeit. Und das andere, worauf du auf die Zeit achten darfst, ist, wie spät ist es denn? Das heißt, achte darauf, wie lange brauchst du für einen Task. Achte darauf, wie lange brauchst du für ein Meeting. Sorg dafür, dass dein Business-Tag nicht ausufert, indem du 8, 9, 10 oder noch mehr Stunden am Tag arbeitest, sondern fokussiere dich darauf, dass du in kürzester Zeit so viel wie möglich schaffst. Hier ist ein Mega-Effizienz-Tipp. Wenn du selbstständig bist oder wenn du nicht Vollzeit arbeitest, dann ist der beste Effizienztipp 6 Stunden am Stück arbeiten. Arbeite 6 Stunden durch, mach da so wenig Pausen wie möglich. Na klar, ab und zu musst du dir den Matcha-Tee zubereiten oder einen normalen Tee zubereiten oder auch mal, ich sag mal, den Tee wegbringen. Das kommt vor. Aber sei in diesen 6 Stunden voll im Fokus und gib da richtig Gas, dass da kein Leerlauf ist. Und du wirst sehen, nach diesen 6 Stunden hast du richtig etwas geschafft. Dann kannst du Pause machen oder, wenn du Teilzeit arbeitest, arbeitest du vielleicht nur diese 6 Stunden am Tag und sparst dir die Pause und hast dann den Rest des Tages für dich zur Verfügung. Deswegen der letzte Tipp: Manage deine Zeit. Das waren die Tipps für mehr Glück in der Arbeit am Arbeitsplatz. Maximale Energie, ein Bonusvideo, weil ihr danach gefragt habt. Danke fürs Reinsehen. Liebe Grüße von eurem T-Papst.